So, dann schnappen wir uns doch mal ein Gebiet. Wo können wir es denn bauen, wo wir einigermaßen Fläche haben? Da. So, schnappen wir uns noch mal den größten Kreisverkehr und basteln daran angeschlossen ein paar Straßen. Die machen wir gleich noch ein bisschen dicker, sodass sie sich alle gegenseitig blockieren. Soweit das geht. Hat doch irgendwas, ne? So optisch gesehen hat das was. Und jetzt auch noch sagen, wir wollen ein paar Seitwärtsverbindungen haben, damit wir nicht so viel immer Rechtsabbieger haben. Der Geschichte hier. Wenn man das in schön baut, ne? Also was mein Tipp wäre jetzt, wenn wir jetzt mal mal kurz das hier machen. Wenn wir das jetzt auch in schön bauen, ne? Okay. Nein. So. Sieht nach einer krassen Kreuzung aus. Ja, das sieht wirklich nach einer krassen Kreuzung aus. Also ich glaube. Wenn wir hier denen auch überall verbieten, dass die links abbiegen dürfen, sondern auch nur rechts abbiegen dürfen, dann haben wir eigentlich innerhalb des Kreisverkehrs nur die Leute, die von da nach da fahren wollen. Vielleicht kann man es sogar so hinbiegen, dass man Abbiegespuren so zieht, dass die automatisch darüber. Boah, da muss man sich überlegen. Egal. Wenn wir jetzt abreißen wollen und die blockieren sich irgendwie gegenseitig, probier mal den Mittelteil abzureißen vom Kreisverkehr. Dann entsteht, sollte eine Riesenkreuzung entstehen. Sollte das nicht funktionieren, dann probier mal die hinteren Teile abzureißen von den Straßen. Also nicht die direkt, die reinführen, sondern die hinteren Teile davon abzureißen. Dann vielleicht auch Seitwärtsverbindungen davon abzureißen, dass du es immer weiter eindämmst. Du musst halt sehr viel zerstören im Endeffekt. Und dann musst du gucken, ob du vielleicht irgendwo einen Teil findest, was du rausnehmen kannst und so weiter, wenn du Glück hast. Na, so würde ich zumindest vorgehen und hoffen, dass ich das Problem löse. Aber ich kannst dir auch nicht versprechen, dass das die Lösung des Problems ist. Ja. Also ich würde, also so würde ich rangehen, versuchen von außen das Problem einzukreisen, bis ich immer mehr rauskannibalisieren kann und bis es dann vielleicht geklappt oder ja, funktioniert hat. Ja. Das sieht wie der Sternmotor von einem Propellerflugzeug aus, ja. Das ist die Propellerkreuzung. Oh, wir haben sie. Wir haben einen Namen. Welche Map ist das? Selbst entworfene Map, aber ausgebaut oder Grundlage ist Flussdelta. Und dann haben wir es geterraformt. Wenn du die Karte aber haben möchtest, so wie sie geterraformt ist und wie sie zum größten Teil so auch ausgebaut ist, dann schau bei mir auf dem Discord vorbei. Da habe ich die reingestellt. Da könnt ihr die euch runterziehen und als Safe Game halt abspeichern. Da könnt ihr auch alles wieder abreißen, was ich gebaut habe und so weiter. Und dann selber auf der Karte spielen, ne? Warum der Discord-Command nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Ah, jetzt. Ah, okay. War ein Buchstabendreher drin. Eistee auch dir. Grüße gehen raus. Und Speed Optics auch dir nochmal willkommen. Willkommen, eine wunderschön. Wir bringen jetzt erstmal unser Busdepot unter. Das können wir nämlich ganz getrost hinten in die Ecke schmeißen. Beziehungsweise halt, stopp, wenn da die Grundschule steht, können wir. Ja, oder das kann das da schon stehen, glaube ich. Das kann da, darf da schon so stehen. Das ist in Ordnung. Reicht ein zweiter Dings aus? Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob wir ein Krematorium brauchen. Lange Hinsicht, warte mal. Einmal kurz Wind gucken. Vielleicht bauen wir hier auf diesen Inseln ein Krematorium. Da stört es, glaube ich, keinen.
über links oder rechts gebaut, aber sollte auch hier vor Kopf gehen. Also rein theoretisch könnte ich hier ein Krematorium reinsetzen. Ach komm! Ach, da ist dieser. Okay. Ja, das kriegen wir geregelt. Oder auch nicht. So. Krematorium steht. Bin mal gespannt, ob das zu einem Problem führt, weil es eine geringe. Warte mal, was haben wir hier? Durch die Erweiterung können mehr verstorbene Bürger vor der Einäscherung gelagert werden. Kühlraumerweiterung, cool. Mehr Platz für Leichenwagen. Ah, okay. Zusätzlicher Verbrennungsort. Irgendwo müssen die Toten hin, ne? Wir haben wohl noch einen Friedhof, aber irgendwo müssen die hin. Ach ja, oh, was wir noch brauchen, ist eine medizinische Universität. Oh, wo kommt die denn hin? Warte mal, warte mal, warte mal. Große Teile sind das. So. Da. Technische what? Okay. Poisky, Poisky, das ist groß. That's what she said. Alter Schwede. Okay, die medizinische Universität. Oh, gut, auch nicht von schlechten Eltern, ne? Sind wir auch ganz ehrlich. Bin geneigt, sie einfach hier hinzusetzen. Reicht das? Nö. Natürlich nicht. Bildung. $2.4 million. Wie viele Leute können denn da drin arbeiten? 1500 Studierende können da rein. Habe ich hier eine U-Bahn-Station in der Nähe? Da ist eine U-Bahn-Station. Und da ist eine U-Bahn-Station. Und da ist eine U-Bahn-Station. Ja, da sollten die Leute doch genug hinkommen. Sind wir mal ganz ehrlich? Wir brauchen keine eigene U-Bahn-Station mehr. Die laufen dann dahin. Diese paar Meter. Denk, dass die auch noch ausgebaut werden können. Oh, das ist ja okay. Kann ich die einfach rüberschieben bis an die Seite? Oh, Mist. Schieben die nochmal. Kostet nur 500.000. So kann man Geld auch verpulvern. Praxisklinik. Die kommt dahin. Das Öllenteil passt aber nicht hin auf der Seite. Und das hier ist Erweiterungsflügel. Ah ja, Erweiterung.
Das ist cool, okay. Praxisklinik. Hier können die Bürger behandelt werden, die in der Nähe der Universität leben. Dadurch verbessert sich ihre Gesundheit. Kreis von 1 Kilometer. Eine Praxisklinik. Finde ich cool. Finde ich cool, baue ich. Kostet auch nur eine 500.000 wieder. Das ist Forschungseinrichtung. Die Forschungseinrichtung erhöht die Abschlusschance der Studierenden. Das ist so ein Riesenteil. Ja, dann wird das nicht gebaut. Gibt keine Forschungseinrichtung. Passt so. Das, was wir ausbauen, könnten wir hier Erweiterungsflügel. Alter, was ein Kravenzmann. Holy moly. Aber die Technische Universität ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Wo bauen wir die denn hin? Noch gar nicht. Die bauen wir später. Die kommt irgendwann hier hinten hin oder sowas, in dem Bereich. Da muss ja, die brauchen ja auch da noch irgendwelche Highlights oder so. Boah, ey, krass. Okay, wir bauen unsere U-Bahn aus. Beziehungsweise wir brauchen auch ein weiteres U-Bahn-Depot. Weil ich glaube, das eine Depot hier vorne wird nicht mehr ausreichen. Das heißt, wir werden auch hier ein weiteres U-Bahn-Depot bauen müssen. Oder wir bauen das woanders hin. Nee, wir bauen das hier hinten im Industriegebiet hin. Und bauen eine U-Bahn-Linie vom Industriegebiet aus. Ja, wir bauen eine neue U-Bahn-Linie, die vom Industriegebiet auskommt. Und zwar stoppt die einmal hier. Warte mal, die geht von da los. 1, 2, 3 Stops macht die hier. 1, 2, 3. Dann geht die hier rüber. Und ich muss in das Underground-System. Stoppt hier. Und wir ziehen die dann hier so durch. Dann stoppt die da. Dann ziehen wir die hier durch. Stoppt die hier. Dann stoppt die hier. So, das ist eine dieser Querverbindungen, die einfach hier so durchschlängelt in das Industriegebiet rein. Beziehungsweise wir müssten eigentlich... Die müsste eigentlich am Hauptbahnhof vorbeigehen. Hier. Das heißt, wir ziehen die hinten durch. Zack, zack, zack. Dann geht die von hier aus da rein. Dann da rein. Dann da. Dann da. Dann stoppt die hier. Und das ist dann die Linie, die den Broadway hochwandert. Ne, die diese Linie hochwandert. Das ist die Linie. Die wandert hier so hoch und wandert hier bis in das Industriegebiet rein. So, das ist eine neue Linie, die wir schaffen, die einmal hier so durchwandert. Aber bau die TU nach New Jersey. Dann können New York und New Jersey um die bessere Uni wetteifern. Auch gute Idee. Sehr gute Idee. Das können wir auch so machen. Aber wir müssen jetzt erstmal unsere U-Bahn-Station hier verbinden. So. Zack. 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 So, sehr gut. Und du dahin. Okay. Doch ein bisschen knapp beieinander gebaut, vielleicht. Passt. Wir könnten die hier auch durchziehen und dann hält die nicht da an, sondern die hält, endet hier. Damit überschneiden sich die beiden Linien nachher auch. Okay, dann machen wir weiter. So, geht das? Ja, das geht. So, zack, 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 zack. Wer verbindet? Die beiden müssen verbunden werden. Auch an Top to Bottom. Ich brauchte eine Sekunde, aber ich hab's, glaube ich. Ja, grüß dich, danke, danke. Und Schleichmichel, ne? Ich hoffe, ich hab's richtig. Euch danke. Danke, danke für den Follow, ne? Einen wunderschönen euch beiden. Willkommen, willkommen.
Falls ich es falsch vorgelesen habe, bitte korrigiert mich. Wir müssen runter. Ja. Das wird ätzend, da drunter herzukommen. Oder auch nicht. Einmal unter die Zuglinien drunter her. Ach, ist eh Endstation hier. Wobei auch die könnte man kreuzen. Ne, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Die Linie führen wir hier weiter. Aber wir sind so tief unterwegs. Rüdiger nicht so tief. Haben wir hier eine Verbindung? Ja, das ist eine Verbindung. Das zählt irgendwie schon. Sehen wir auch gleich, wenn es nicht klappt, ne? So. U-Bahn-Station hier drüben noch basteln. Und zwar eine muss dahin. Eine muss dahin. Und eine kommt dahin. Ein bisschen schief gebaut, halb so wild. Was hat da mir Wasser, ja? Wir müssen aber unterm Wasser her. Ach nee, wir müssen so rum, ne? Habe ich die Rohrleitung zerstört? Überlappende Objekte. So, jetzt habe ich es aber wieder. Hier ist extra in die Mod-Ansicht gewechselt, ja? Hat's richtig vorgelesen. Das ist doch nicht. Das ist doch ein Pre. Es ist doch. Das kann eigentlich gar nicht sein. So. Ich dachte, das Spiel stürzt gerade ab. Ich hatte gerade etwas Angst. Ruhe zu steil? Nee, oder? Lang Wasser? Nee, ach, das ist doof. Okay. Wird doch nicht ganz optimal da unterwegs. So. Das sieht gut aus. Dann haben wir hier die Verbindung. Hier die Verbindung. Hier die Verbindung. Da die Verbindung. Hier müssen wir jetzt aber abzweigen. Weil wir von da aus direkt dahin fahren. Wir übernehmen, also wir nehmen nicht die hier noch. Fahren dann da rein. Und von hier aus geht's dann da hoch. Und da hoch und da hoch. Okay, egal. Wir müssen jetzt erstmal unsere Linien sortieren. Wir könnten, klar, Moment, auch von hier aus eine Linie ziehen, die... Ich
daran anlehnt, so könnten wir rein theoretisch auch die Linie von da, da, da so durchziehen. Dann überschneidet die mehr Linien. Okay, wir basteln erstmal eine neue Linie. Und zwar, du sollst... Nee, halt, stopp. Wir basteln erstmal den alten Linien weiter. Wo ist die rote Linie? Da. So, die rote Linie... Die soll... bis nach hier oben fahren. So, jetzt müssen wir hier überall die neuen Stationen ansetzen. Indem wir die halt immer greifen und da ranziehen. So, hier passt es. Das heißt, die rote Linie, ich hätte sie ganz gerne stärker gehighlightet. Kann ich die irgendwie auswählen oder sowas, dass ich die besser sehen kann? Ich hätte gerne die stärker gehighlightet. Egal, die rote dreht hier unten und fährt am Hauptbahnhof entlang bis nach hier oben hoch. Das ist die rote Linie. Dann haben wir die blaue Linie. Die blaue Linie aktuell, die fährt von hier, also aktuell von hier, aber die fährt dann von, in Zukunft von hier aus, fährt einmal durch den Big Apple durch, fährt die Küste wieder entlang und endet aktuell hier hinten. Die grüne startet aktuell hier. Und kürzt hier quasi ab und geht hier wieder hoch. Das heißt, wir können die grüne von hier aus starten, dass die hier runter dippt, einmal in den Big Apple rein und dann hier oben wieder raus dippt. Bis nach ganz hier oben eigentlich können wir die machen. Oder wir können die auch hier enden lassen. Ja, wir können die hier enden lassen. Bis nach ganz oben muss die gar nicht fahren. Wir können die hier enden lassen. So, das heißt, wir brauchen dann eine neue Linie, die... Einerseits brauchen wir eine Linie. Warte mal, nee, das ist auch die grüne hier, ne? Ja, die grüne zieht bisher oben hoch. Dann brauchen wir eine neue Linie, die hier oben anfängt, hier den Broadway runtergeht, am Hauptbahnhof eigentlich entlang muss. Das heißt, eigentlich müsste die dann hier von, hier abzweigen. Hier am Hauptbahnhof entlang. Oder wir schieben die von der Station aus zum Hauptbahnhof. Das ist, glaube ich, besser. Dass die hier runtergeht und die Station hier wird ausgelassen. In den Hauptbahnhof rein. Und von da aus rüber bis nach hier unten. Genau. Und später wird die dann mal irgendwann hier drüber laufen und runtergehen. Und irgendwann eine andere Linie wird hier zum Hauptbahnhof führen. Das wird dann, keine Ahnung, das müssen wir irgendwann anders mal legen. Dann wird es irgendwann nochmal eine weitere Linie geben oder sowas. Aber die wird dann hier rüber laufen. Das heißt, aktuell läuft die erstmal hier drüber. Das heißt, die Station hier müssten wir aktivieren. Und wir basteln eine neue Linie. Starten hier oben. So. Jetzt ist die Frage, haben wir schon eine Verbindung zum Hauptbahnhof? Gebaut? Habe ich noch nicht, ne? Weißt du nicht, jetzt zum Bahnhof, dann müsste er hier vor und zurück fahren, ne? Mist. Hätte erst die Verbindung bauen müssen. Echornochse. So, das Problem ist, ich darf wieder ganz von vorne anfangen. Das ist auch blöd. Man kann die Linie nicht zwischendurch irgendwie abspeichern oder so. Sabi Mali MSI. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Namen richtig habe. Hallöchen, grüß dich. Einen wunderschönen Sabi. Danke, danke für den Support und willkommen, willkommen. Einen wunderschönen Montag. So.
Zack. Ich bin mal gespannt, welche. Ich glaube, die rote Linie wird weiterhin die am meisten befahrene Linie sein. Wobei die, die ich jetzt hier gerade zusammenschuster, auch sehr viel Personen von A nach B transportieren wird. Warte, wir kommen hier raus. Die macht direkt die Biege. Die ist neu gebaut worden, die Linie. Die soll nämlich dann hier ansetzen. Dann da ansetzen. Dann hier ansetzen. Und von hier aus rübergehen. Dahin. Dahin. Und dahin. Und von hier aus wieder zurück. Boah, das ist ein echter Akt. So. Dann, sie kreuzt einmal mit der blauen. Sie kreuzt zweimal mit der blauen. Sie kreuzt ein drittes Mal mit der blauen und mit der grünen. Dann kreuzt sie hier mehr oder weniger mit der roten. Weil sie quasi nebeneinander liegen. Und dann geht sie wieder auf ihren eigenen Pfad. Zurück. Kreuzt dann hier oben mit der, nochmal mit der grünen, glaube ich. Oder ist das die blaue? Nee, die grüne ist das, glaube ich. Die kreuzt dann nochmal mit der grünen. So, und die Linie machen wir dann mal gelb, würde ich sagen. Linie 5, Details ansehen. Die machen wir mal gelb, die Linie. So. Dann müssen wir die anderen Linien jetzt noch weiterziehen. Beziehungsweise hier müssen noch Verbindungen gebaut werden. Sehe ich gerade. So. Sabi, Hallöchen, vielen Dank für deine tollen YouTube-Videos, die mir die Motivation gegeben haben, meine Stadt dezent schöner zu bauen. Ach, guck an, das freut mich doch. Sami Malimsi, ist das so? Okay. Ich glaube, das übernehme ich, das klingt gut. Ich muss lernen, in Lautschrift zu schreiben. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Hamster. Aber ein wunderschön. Freue mich, dass dir es gefällt und dass ich dich da motivieren konnte. Das freut mich wirklich sehr. Die Linien haben wir alle, das heißt, wir müssen jetzt nur noch weiterziehen, die Linien. Das ist die grüne, die endet aktuell hier. Die ziehen wir aber weiter bis nach hier, nach da oben. Und setzen dann die Linie hier an und hier an. Auch die da und da. Ich finde, dass die Depots nicht ausreichend Fahrzeuge mitbringen. Bin ich ganz ehrlich, weil das aktuelle Depot, was ich habe an U-Bahn, sind 13 oder 14 U-Bahn oder sowas nur. Das ist halt sau wenig für das, was ich hier von A nach B schiffern möchte an Personen. Hier fehlt die blaue. Die wird noch eine Station auf der einen Seite erweitert. Richtige, die ich habe. Das ist die richtige, die ich habe. Eine blaue Station wird weitergezogen. So. Und die blaue auf der Gegenseite wird auch weitergezogen. Nee, gar nicht. Die bleibt. Aber die grüne hier wird weitergezogen. Die wird hochgezogen, bis sie sich hier mit der gelben kreuzt. Zack, zack. Da sind sie schon dran. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ich glaube, wir haben alle Linien nachgezogen, die wir brauchten. Wir müssen ein weiteres Depot bauen, weil wir Platz brauchen. Beziehungsweise wir können das Depot auch einfach hier ansetzen. Sieht mit dem Hügel jetzt erstmal grässlich aus, aber dafür können wir ja terraformen. Hopp, hopp.
Haben wir die Kante hier verzaubert. Und das Depot wird einmal erweitert. Zusätzliche Gleise für mehr. Für mehr Dings. Und wir müssen jetzt einmal von hier aus die Linien legen. Und ich auch noch. So, hier werden wir bestimmt irgendwann auch noch mal mehr U-Bahn-Linien reinlegen müssen. Das heißt, wir können hier einigermaßen frei die Dings reinziehen. Okay, das ist zu tief. Falsch angesetzt. Wir müssen, glaube ich, höher. So ist besser. Und die setzen wir jetzt noch alle an. Machen wir nochmal neu, die sehen hässlich aus. So, zweites Depot steht also auch. Das heißt, wir haben jetzt auch ausreichend Fahrbahn. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Busgeschichten machen. Eine Buslinie auf der Seite hier mit Haltestellen. So, dann sollen die da hinten irgendwo drehen und dasselbe machen wir auf der Linie hier. Ihr bekommt hier auch einmal Haltestellen. Ich glaube, wir beginnen dann einfach hier auf der Höhe. Und sehr gut. Buswerkzeug. Zack, zack, zack. Wird da gedreht. Wir können auch theoretisch auf die andere Seite zurückfahren, ne? Warte mal, wir können auch einfach da zurückfahren. Und auf der gegenüberliegenden Bahn fahren wir so zurück. Können wir gleich noch ein, zwei Stationen dazwischen bauen. So, und dann basteln wir hier noch ein, zwei Stationen dazwischen. Ja, da haben wir eine schon, das ist egal. Und da oben bei der anderen, bei der Grundschule, dann auch eine hin. Große Werkzeug.
Okay, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Schauen wir doch mal. Jetzt müssen wir... Nee, warte, wir haben noch ein paar Parks, die wir bauen müssen. Und das war's eigentlich, ne? Mutsu Berlin, auch dir Grüße gehen raus. Danke, danke für den Support. Einen wunderschönen guten Abend. Und Slicer, auch dir einen wunderschönen. Danke dir für den Support, auch dir. Willkommen, willkommen. Das ist, meine ich, von Bank zu Bank unterschiedlich. Okay, ich glaube, ich bin nicht im Thema drin, was ihr gerade schreibt. Damit wir Manhattan fast doppelt so groß. Ja, wir verdoppeln es in etwa. Nicht ganz, aber wir werden... Es wird auch einige Zeit dauern, bis das alles eingezeichnet oder bis das alles bewohnt ist dann. Wassertechnisch werden wir auf jeden Fall importieren müssen und so. Aber das sind alles Themen, an die wir uns danach kümmern können. Ich glaube, wir bauen jetzt erst die Parkanlagen, die restlichen. Können wir auch mal so ein Footballstadion hier reinsetzen. Warte mal, wir haben hier schon super viel Sport. Das heißt, das Footballstadion selber kommt einfach gegenüber von der Schule. Zack, hier hinten in die Ecke. So ein Freibad. Kommt mit hier in den Central Park. Oder an dem Central Park dran. Das passt, glaube ich, ganz gut. Wasserpark. Plus 20 Erholung im Sommer. 25 Erholung im Sommer. Grand Hotel. Ich glaube, so ein Grand Hotel vorm Central Park, der hat doch was, oder? Das ist doch so eine Sache, wo ich sage, hey, da können wir auch so ein Grand Hotel hinschmeißen. Hey, warte mal auf der Seite. Die Straße kommt mal weg. Und dann bauen wir doch mal hier so ein Grand Hotel hin. Nice. Das sieht doch gut aus. Das gefällt mir. Wo haben wir noch eine U-Bahn-Station? Hier hinten, ne? Plus 100 Erholung im Innenraum. Ehrlich gesagt, bin ich nicht abgeneigt, hier so ein Museum hinzusetzen. Aus dem einfachen Grund, weil wir auch beim Central Park haben wir das National History Museum, glaube ich, oder sowas, ne? Icke, Atlas, auch dir, Abend an alle, Grüße, willkommen, willkommen. Gruß und Liebe geht raus. Einen wunderschönen Hallöchen. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich hoffe, du hast einen schönen Montag gehabt. Heißt dann Hotel am Friedhof. Ihr Blick in die Zukunft. Genau. Sehr gut. In der steht auch irgendwo ein Museum. Ja, das National History Museum oder National irgendwas. Komm, das packen wir mal direkt hier vorne. Vor der... Ah, die gelbe... Ja, das ist super. Das kommt hier mit hin. Das muss jetzt nur in Schön hier einmal. Wir wollen einfach nur eure Musik hören, ne? Das reicht mir. Euer ganzes Gerät, oh, warte mal. So. Einmal in Schön. Wir müssen generell hier so ein bisschen was abziehen. Ah, passt das von der Peilung her? Oh, ganz knapp nicht, ne? Das passt ganz knapp nicht von der Peilung. Ah! How dare you? How dare you? How dare you? Aber gut, das ist so. So. Hallöchen. Hey, next mal lieber. Wie geht's dir? Und danke, danke für den Raid. Einen wunderschönen. Wir basteln gerade an unserem New York. An unserem Central Park und allem drum und dran. Willkommen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Stream gehabt. Hey, danke dir, ne? Danke, danke für den Raid. Und ja, wir dümpeln gerade dabei. Wir haben gerade eine sehr, sehr große Erweiterung unseres gesamten Clusters gebastelt. Also unseres New Yorker Gebimsel, ne? Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Und aktuell sehe ich gerade, dass noch so ein paar Lücken sind, die wir noch schließen müssen mit unserem Cluster. Dann sind wir auch wieder zufrieden. Und hier auch.
So, sehr schön. Ja, so ein paar Kleinigkeiten, die lassen wir aus, das ist doch nicht so wichtig. Aber im Groben und Ganzen haben wir U-Bahn-Stationen gebastelt, wir haben Schulen gebaut, wir haben noch keine Parkanlagen, die müssen noch ein bisschen ausführlicher gebastelt werden. Wir haben ein fettes Museum hier reingesetzt, National Gallery of Art. Ja, sowas halt. Und jetzt schauen wir gerade, was wir denn noch so alles Schönes hier in diese kleine Ecke reinpflanzen können. Dass das nachher auch toll aussieht. Großer Spielplatz. Guck mal, den können wir da bestimmt auch irgendwo hinsetzen. Da kann so ein kleiner, so ein großer Spielplatz kommt da hin. Ja, großer Platz generell. Ich meine, das hier oben ist doch schon ein großer Platz. Bleibt die Frage, ob wir vielleicht auch hier einen großen Platz reinsetzen wollen. Ja, kommt da auch hin. Ich meine, dass hier auch die Buslinie hergeht. Ja, perfekt. Ne, mit einer Bushaltestelle hier vorne und einer U-Bahn-Station. Da können die auch alle hier zum Park hingehen und chillen. Dann sind die da, ist die Erreichbarkeit. Großer Stadtpark, der ist nicht ganz so groß, aber auch groß genug. Den könnte man auch hier hinten reinsetzen. Ne, jetzt setzen wir ihn hier auf die Ecke. So. Dann haben wir noch ein paar kleinere Parkanlagen, die wir verteilen können. Da zum Beispiel. Und dann ein paar Spielplätze. Was bist du denn hier? Ne, du bist so ein Hundepark, glaube ich, ne? Kannst du dahin? Und wir bauen noch so ein paar kleiner Spielplatz. Der sollte doch dann auch hier für die für ausreichend Erholung sorgen. Da auf die Ecke so ein kleiner Spielplatz. Wo passt er denn noch? Hier im Central Park passt ein kleiner Spielplatz hin. Da auch. Da habe ich genug Parkanlagen. Hier in der Umgebung irgendwo. Da ist schon eine große Parkanlage. Dann kann der kleine hier hin. Da noch und da noch. So. Beim Museum die Straße unter Tunnel, damit das Grid nicht verloren geht, fände ich super. Ich würde sagen, dass das Grid auf der hinteren Seite einfach weitergeht. Also, dass wir sagen, finden wir das denn hier die richtige Stelle? Im 180-Grad-Winkel? Ja, so ging es weiter, ne? Nicht ganz. So geht es weiter. So geht das Grid weiter. Das bleibt dann hier hinten so eine Art Anomalie, weil das Gebäude da drin hängt. Gibt dem Ganzen nachher so ein bisschen Charakter, ne? Wenn das so ein bisschen aus der Form fällt und so weiter, sieht danach auch ein bisschen schön aus, ne? Also ähnlich wie wir es teilweise hier vorne haben. Hier haben wir auch kein Raster. Das Raster fängt erst ungefähr so auf der Höhe hier an. Das heißt, alles hier vorne ist in keinem Raster gelaufen. Das sieht hier vorne auch schön gedrungen und eng aus. Ne, beim Raster und so weiter ist es halt ein bisschen blockartiger. Ne, aufgrund des Rasters natürlich. Nur das Beste für seine Bewohner. Die spendablen Hosen an heute. Absolut, ja. Heute ist wirklich, heute schöpfen wir aus den Vollen. Wie das mit Feuerwehr und Polizei nachher aussieht, müssen wir eh noch schauen. Aber ich glaube, wir können jetzt markieren. Das heißt, wir starten mal mit gemischten Wohnraum. Und das würde ich tendenziell, die gesamten Broadway würde ich hier so Art gemischte Flächen hochziehen. Also mittlere Dichte gepaart mit das hier nicht auf der Seite. Da kommt nichts hin. Hier können wir das schon so wieder ranziehen. Das war's. Und auf der Seite würde ich Wohngebiete sagen. Und zwar billigen Wohnraum, der kommt mal hier hinten in die Ecke. So. Da soll mal billiger Wohnraum reinkommen. Dann kommt hier mittlere Dichte. Das ist auch alles mittlere Dichte dann. Mittel, 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 mittel. So. Auch alles mittlere Dichte. Beziehungsweise, wir müssen gleich noch ein bisschen Gewerbe einzeichnen. Ich mache erstmal alles mittlere Dichte hier rein. Dann müssen wir gleich entscheiden, wo noch hohe Dichte mit reinkommt.
Entschuldigung. Wo dann hohe Dichte mit reinkommt, wo Gewerbe nachher gleich noch reinkommt, also Gewerbegebiete. Fehlen nämlich auch noch. So, hier haben wir richtige Blöcke. Das wollen wir nicht haben. Da wollen wir, dass das hier stoppt. Dass nachher nicht zu hässlich aussieht alles. Wir müssen gerne noch gucken, wo auch Büros noch hinkommen. Ich glaube, dass wir auch irgendwo hier zwischendurch nachher noch Büros reinkleistern sollten. Damit so ein ordentlicher Mix nachher dazu kommt. So, hier können wir auch gemischte Geschichten reinklemmen. Mittlere Dichte. Da hätten wir auch einfach, warte mal, das machen können und so. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher gerade. Übermale ich das? Ja, ich übermale. Übermalen ist doof. Dann machen wir es hier einmal kurz wieder mit dem. Und hier können wir den Pinselblock wieder nehmen. Hier einmal markieren. So, das hinten macht alles nicht so wirklich Sinn. Da müssen wir gleich mal gucken. Da soll nämlich eher dann Gewerbegebiet reinkommen. Hat hier, glaube ich, mehr zu suchen. Fangen wir direkt mal an. Das hier ist Gewerbe. Das ist auch Gewerbe. Das ist Gewerbe. Das ist Gewerbe. Das ist Gewerbe. Das hier hinten auch. Die kommen alle mal weg. Das ist auch alles Gewerbe. Okay. Büroflächen. Wo möchte ich denn ein Bürozentrum haben? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nochmal Bürokram mit reinpacken. Wo sind die U-Bahn-Stationen? Das ist eine U-Bahn-Station. Das heißt, hier packe ich mal Büro rein. Diese vier Blöcke hier mache ich mal zu Büro. Mal gucken, wie das aussieht später. Dann kommt noch ein bisschen Gewerbe dazu. So. Der ganze Bereich hier hinten mache ich mal Gewerbe. Da sollen Hotels und so weiter hin. Sind ja, glaube ich, besser aufgehoben. Hier könnte die Straße nochmal durchgezogen werden. Das bleibt alles Wohn. Das kann Gewerbe werden. Es gibt keine 1000 CO2-Produktionsstätten, genau, richtig. Das gehört dazu. Wir können übrigens hier auch nochmal eine Gewerbelinie hinterziehen. So. Dann bräuchte ich hier hinten nochmal ein ordentliches Gewerbe. Einen ordentlichen Gewerbebereich. Die Dinger hier kann ich erweitern. Ja, und hier oben irgendwo nochmal. Ein so ein Gewerbeblock. Ja, wobei, so einen ganzen Block glaube ich nicht. Da möchte ich ganz gerne die Rückseite hier dann schon irgendwie in Wohngebietskram haben. Okay. Was? Wir lassen mal laufen und schauen einfach mal, was das für eine Katastrophe wird, ne? Wir bräuchten auf Dauer auch Müllverbrennungsanlagen. Die könnten wir eigentlich auch mal einplanen. Dass wir das Thema mal angehen. Hier ist wieder ein krasser Stau. Warum? Warum ist hier ein krasser Stau? Wir speichern mal einmal ab.